Weiter geht's bei Humankind und das ist er, unser Spezialbezirk. Schön oben gelegen auf dem Plateau bewässert er die ganzen Gebiete, holt sich ein bisschen Wasser vom Fluss und dadurch wird hier auch diese Steinwände hier begrünt und das sieht schon echt schick aus, das muss man echt mal sagen. Okay, wir machen weiter, wir gucken uns das nochmal an, aber da sollte eigentlich nichts passieren. Okay, nächste Runde. So, die Bevölkerung von Kutian hat aufgrund des Wachstums, ja, okay, kennen wir schon. Man hat sich Kupfer gekauft bei uns. Wie viel haben wir jetzt überhaupt? Von allem eins? Ja, das ist doch für die Basis schon mal okay. Wie sieht jetzt eigentlich das Stärkeverhältnis aus? Er ist stärker. Dann würde ich vermuten übrigens, dass er auch mehr Stacks hat. Er ist bei 100 Kriegsunterstützung, wir auch. Dann würde ich tatsächlich vermuten, da wir beide die gleiche Kriegsunterstützung haben, dass es jetzt wirklich um die Anzahl der Einheiten geht. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob seine Sachen mit reinspielen bei den Mykelen. Da bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher. Naja, okay. Dann ziehen wir erstmal unsere Einheiten. Und da könnten wir mal gucken, wann wir in der Lage sind, ein Update zu machen. Das ist hier vorne. Das ist die Einberufung. Da sollten wir uns mal darauf vorbereiten, dass wir in Richtung der Einberufung kommen. Dass wir mit dem nächsten Kulturwechsel schnellstens Pikiniere und Armbrustschützen bauen können. Das finde ich nämlich auch wichtig. Jetzt sind wir bei den Briten in Kriegsführung und jetzt können wir die Speerreiter bauen. Das ist gut. Wenn ich ehrlich bin, würde ich die Philosophie sogar mal lassen, dass wir erst in die Richtung gehen. Hauptstadt eurer Wahl verlegen. Ja, wir sollten Vergnügungsviertel bauen können und die Philosophie machen wir dann später. Ich glaube, Forschung ist gerade nicht ganz so wichtig bei uns. Wir müssen uns jetzt auf den Krieg vorbereiten. Okay, Sambesi wird ausgebaut. Das ist in zwei Runden der Fall. Wir sollten auch die Garnison bauen. Ohne eine bessere Sicht nicht möglich. Dann gehen wir mal hier hin. Und dann würde ich gerne hier eine Garnison bauen. Also idealerweise dort und dort. Und dann kommen wir hier nicht durch. Oder kommt er auch nicht durch. Also wir können auf jeden Fall dort eine Garnison bauen. Dahin. Und dann dort. Ja. Genau, das machen wir. Da muss er auf jeden Fall auch unsere Stadt angreifen, wenn er dann was macht. Ich denke, das ist eine gute Option. Das machen wir so. Und danach bauen wir hier weitere Einheiten. Dann sollten wir schon mal auf Städtewachstum umschwenken. Und die beiden bauen wir noch. Wir könnten natürlich auch erst noch ein bisschen in Richtung der Produktion gehen. Was bringt uns das? Wir haben momentan keinen Wissenschaftler. Industrie auf Waldgebiete. Wir auch nicht so viele. Auf dem Berg, Wald und Waldgebiete. Nahrung am Fluss möchte ich gerne noch machen. Ich glaube, das bringt sogar etwas mehr als der Fugara im Moment. Ja, den lassen wir mal weg. Wir machen nur die beiden. Und dann fangen wir an, weitere Truppen zu bauen. Die brauchen wir, glaube ich, im Moment mehr. Und ich würde gerne unseren Speerreiter bauen. Das finde ich ziemlich gut. Hat allerdings Malus gegen Nahkampfeinheiten. Aber davon sollten wir uns auf jeden Fall welche bauen. Zwei davon. Und ich würde sagen, ein Speerkämpfer oder, nee, wir machen noch zwei Schwertkämpfer dazu. Okay. Ja, so machen wir das. Nächste Runde. So, Welttat, Brot und Spiele wurde gesperrt. Und die Axomiten haben sich Pferde gekauft. Ich habe aber auch vier Sachen. Aber ich würde mein Geld jetzt gerne erstmal für den kommenden Krieg sparen. Das finde ich erstmal wichtiger. So, was ist mit ihm? Er breitet sich echt hier in diese Richtung aus. Und nimmt uns die Farbstoffe weg. Ja. Er macht nichts. Was schlägt er uns hier vor? Nirgends so richtig.
21, wow. Hier haben wir 19 und 2. Dann nehmen wir den da hinten. 21 finde ich super. So, kulturelle Konvertierung begonnen. Ja, da werden wir auch dran arbeiten. Und in 2 Runden können wir uns dann hier das Gold sichern. Das bringt uns auch nochmal einen finanziellen Bonus. Und wir gehen weiter dahin, um uns die nächsten Gebiete hier zu sichern. So, wunderbar. Da sollten wir angreifen. In Dur-Kurigalzu. Das kann er ja gerne machen. Da habe ich jetzt überhaupt kein Problem mit. Ein königlicher Nachkomme. Ich denke, das haben wir schon oft genug gelesen, sowas. Die Texte sind da die gleichen. Geschwind auf 15 Einheiten. Das ist nicht schlecht. 5 Geld und 2 Wissenschaft. Nee, Wissenschaft ist unschön. Wir nehmen die Wiedergutmachung. Ich glaube, das können wir momentan tatsächlich am besten gebrauchen. Okay. So, dann wollten wir hier auch noch eine Garnison bauen. Das finde ich hier. Einmal dahin. Und dann gehst du nach da unten und da will ich auch eine bauen. Nächste Runde. So, die Bevölkerung von Mengkalin hat zugenommen und ein neues, und Finnika ist zur neuen Religion, zum Nerdismus konvertiert. Gucken wir uns mal an. Ah, schade, hier vorne hätte ich mir mehr Druck gewünscht, aber das schaffen wir noch nicht. Oh, der Nerdismus kommt. Haha, sehr schön. Hier oben breitet er sich auch schon aus. Wunderbar, das ist gut. Und hier kommt der hethitische Polytheismus. Naja. Ich hoffe mal, dass wir die Pops schnell zusammenkriegen. Wie sieht es denn aus mit den Dogmen in der Stufe 2? Ah, da ist schon einer weg. Schade. Hoffen wir mal, dass wir uns schnell genug ausbreiten, dass wir uns dann ein vernünftiges Dogma holen können. Okay, gut. Alle Einheiten einmal bewegen. Und dann möchte ich auch da unten bitte eine Garnison bauen. Und das ziehen wir bitte auch vor. Genau, in 13 Runden, denke ich, haben wir unsere Truppen zusammen. Und dann will ich hier in Garama, bevor wir das machen, tatsächlich auch einen Speerreiter bauen. Und den packen wir in die Truppe mit rein. Das ziehen wir einmal vor. Und der kommt hier mit rein, in die Truppe. Und dann können wir überlegen, dass wir die vielleicht ein bisschen durchmischen. Ja, das würde ich... Ja, komm, wir mischen die beiden hier mal. Das finde ich... Einmal dahin. Einmal dahin. Und du gehst da rein. Du gehst da rein. Und die beiden gehen da rein. So, dann haben wir hier 2 Stacks, die relativ stark sind. Jeweils 2 Schwertkämpfer und 2 Bogenschützen. Ich glaube, damit können wir uns ein bisschen besser verteidigen. Und hier kommt jetzt noch ein Speerreiter mit rein. Das ist auch ganz gut. Hier unten haben wir dann eine weitere Armee. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich in die Armee dann auch noch einen weiteren Schwertkämpfer mit reinbauen. Und den einsamen Bogenschützen, den lassen wir hier oben einfach rumrennen. Okay. Du bleibst da unten bitte stehen. Du wirst hier die Verteidigungsarmee für die Südflanke hier unten. Und dann können wir in die nächste Runde. Die Mykenen erreichen mit den Hunnen die Spätantike. Die sind ein bisschen spät dran. Die Bevölkerung von Trenwin wurde aufgrund des... Ja, das ist ein bisschen kleiner geworden. Und wir sind... Starvation? I'm afraid they've already eaten all the bread. Das gucken wir uns gleich mal an. Eine Hungersnot. Und hier konvertieren wir zu einem Mauren. Okay, gut. Ist so. Ein Gebiet verteidigen? Ernsthaft? Okay, das heißt, er hat sich jetzt Dur-Kurigalzu genommen. Ja, kann man mal machen. Und er greift, wo ist das denn? Da unten bald an. Also wenn ich ehrlich bin, wir holen uns die beiden hier oben. Was soll das jetzt hier? Hier unnötig Geld auszugeben bei den Truppen. Das Problem ist, die haben natürlich auch unheimlich viel Stacks hier stehen, ne? Wow.
Also bis wir das hier weg... Boah. Das Problem ist halt, bis wir das weggekämpft haben, das hat... Da vergeht eine ganze Zeit. Aber hier hat keiner weiteren Einfluss. Und da auch nicht. Nee, wir bleiben dabei. Wir lassen unsere Pläne so. Wir versuchen, die beiden Städte an uns zu binden durch unseren Einfluss. Hurrikante. Na, das wird nichts. Aber in Hurrikante greift er gerade an. Da könnten wir uns überlegen, dass wir hier hingehen und im Prinzip die Drecksarbeit von ihm machen lassen und mit einem Stack hier hingehen und uns wirklich dann die Stadt hier holen. Aber die ist halt so weit weg. Na, überlege ich mir nochmal. Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob wir uns in Richtung Hurrikante, ob wir uns da hin ausbreiten sollen. Was ich mir auf jeden Fall holen möchte, ist Neapolis, Skytisch und Hyrax Hill hier oben. Die will ich mir auf jeden Fall holen, zumal es hier noch weitere Pferde gibt und die Städte gefallen mir einfach ganz gut. Hier gibt es ja auch noch Kupfer und Eisen. Sollten wir uns auch möglichst schnell sichern, nachdem wir hier gewesen sind. Na, den greifen wir nicht an, das brauchen wir nicht. Und dann nehmen wir den Standardpunkt 255 und dann würde ich tatsächlich schon da oben hingehen, dass wir uns das hier sichern. Dass der Gute sich das hier nicht holt. Beziehungsweise was dauert es denn, wenn wir hier eine Einheit bauen? Das dauert alles mindestens 2 Runden. Wir sind bei 81. Können wir das noch weiter boosten, wenn wir hier alles reinpacken? Dann sind wir bei 94. Das dauert dann eine Runde. Und der Reiter kann sich 6 bewegen. Dann bauen wir hier einen Reiter in einer Runde. Den können wir sogar kaufen. Das machen wir auch. Dann kaufen wir den sogar. Lassen das hier nochmal offen. Bewegen uns erstmal nur in diese Richtung. Mit dem Reiter gucken wir uns dann mal das Gebiet an. Denn das will ich auf jeden Fall noch haben hier. Das ist echt ziemlich mächtig, dadurch, dass wir hier mehr Kupfer und Eisen bekommen würden. Jeweils einen mehr. Nächste Runde. So, Trennwind ist größer geworden. Und das Thema kennen wir schon. Eine religiöse Konvertierung zum Nordismus ist immer gut und die Maya sind jetzt wohlwollend uns gegenüber. Da können wir mal gucken, ob wir mit denen nochmal handeln. Und, also das ist auch neu, dass uns unsere Verbündeten oder die Freunde von uns so oft sagen, wo sie angreifen wollen. Also er soll jetzt hier in Hyrax Hill angreifen. Er ist auch gerade hier dabei gewesen und hat das Ding erfolgreich verloren. Na gut, das trainiert natürlich seine Truppen, ne? Das muss man halt auch sagen. Soll er machen. Hier vorne würde mich das ein bisschen stören, wenn er das kriegt, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Jetzt gehen wir erstmal mit unserem Reiter dahin. Wir können mal... wir müssen in das Gebiet rein. Einmal dahin bitte. Und dann gucken wir mal, wo wir hier einen Außenposten bauen. 12 und 9. Jetzt gucken wir mal, ob das hier Sinn macht. Hier sollen wir uns das hinbauen. Das heißt, wenn er uns angreift, sind die ganzen Gebiete, wenn wir... Wir könnten uns ja hier in diese Richtung erweitern. Wenn er angreift, kommt er von hier, aus der Richtung. Also unter der Voraussetzung, dass das irgendwann eine Stadt ist. Er kommt aus der Richtung... Und dann hat er hier ein niedriges Gebiet, hier, da auch. Dann hat er nur ein Gebiet, wo er eine Höhe hat und hier hinten für eventuelle Artillerie. Das finde ich gut. Das können wir dann machen. 3 Runden. So, den stellen wir wieder um. Machen wir auf ausgewogen das Ganze. Wunderbar. So, Oberflächenbewässerung ist gleich fertig. Da haben wir den Plan soweit geschmiedet. Das lassen wir so, wie es ist. Einmal die Einheiten bewegen und er hier unten, ja, dann gehst du halt darum. Wir haben 600, das sollte eigentlich für beide reichen. Wie viel kostet das hier?
155. Okay, dann warten wir noch ein, zwei Runden. Sehr schön. So, du gehst bitte... Wo hat man das hier, ne? In diesem Bereich. Du gehst auf jeden Fall in der nächsten Runde erstmal dahin. Und dann gucken wir, wo wir hier einen Außenposten gründen. Alles klar. Gut, dann gehen wir nach Sambesi. In einer Runde ist die Oberflächen der künstliche Wasserspeicher fertig. Und danach bauen wir die Garnisonen. Gut. Die sind alle eingeloggt. Dann stellen wir uns dahin. Und werden die Runde hier bitte einmal beenden. So, nächste Runde. Die Bevölkerung von Kautian hat um 1 zugenommen. Sehr schön. Und Garama ist größer geworden. Das haben wir gesehen. Okay, die religiöse Konvertierung gucken wir uns gleich an. Ihn bringen wir nach da, bitte. Dann sind die Stacks nämlich auch voll. Einmal weitergehen. Nehmt ihr das Angebot an? Auf jeden Fall. Und dann würde ich gerne die Karten teilen, mein Freund. Ja! Ah, die Maya haben ein atemberaubendes Wahrzeichen bei Po entdeckt. Ah, das ist super. Oh, die sind aber ganz schön langgezogen. Okay, bei denen mache ich mir also wenig Sorgen. Was haben wir denn hier oben an sonstigen Ressourcen? Okay, tatsächlich so gut wie nix. Hekatompylos ist hier. Das ist natürlich schön, dass wir alles sehen. Das bringt uns die Möglichkeit, dass wir unsere Angriffe planen können. Hier hat er Knossos und Mykene. Also wenn ich ehrlich bin, sehe ich eigentlich nach wie vor Mykene als das Hauptangriffsziel für uns. Dass wir hier Kriegspunkte sammeln. Und dass wir gleichzeitig natürlich die Angriffe gegen Garama zurückschlagen müssen. Das heißt, ich würde tatsächlich diese drei Stacks zum Angriff auf Mykene nehmen. Da brauchen wir noch ein bisschen Artillerie oder irgendwas. Da müssen wir im Mittelalter mal gucken. Und gleichzeitig müssen wir uns hier an der Front verteidigen. Denn seine Sachen, die werden aus dieser Richtung kommen. Hier runter. Da wird er entweder hier lang gehen, um die Stadt anzugreifen. Oder er wird gerade hier um diese Gebiete plündern. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Und also, beziehungsweise für uns nicht gut. Aber das wird er mit Sicherheit auch machen. So, dann gehen wir mal... Gucken, was er hier hat. Den greifen wir nicht an. Einmal da hoch. Und warten bitte. Nächste Runde den Außenposten dahin. Dann haben wir das hier sicher. Mehr Eisen und Kupfer können wir immer gut gebrauchen. Und jetzt schauen wir uns die kulturelle Konvertierung an. Ja, das ist das Thema, das kennen wir schon. A new independent people. And who are they? Und hethitischer Polytheismus... Ah, okay, das ist schade, aber das gehört noch nicht uns. Da breitet sich der Nerdismus aus, da unten auch. In einer Runde haben wir ein paar mehr Pops. Aber wir müssen unbedingt den Druck auch erhöhen. 49%. Aber das ist doch, das ist seine Stadt, ne? Wir müssten hier unten den Druck erhöhen. Das Problem ist, wir sind natürlich bei den Kulturen, die wir in nächster Zeit haben, leider sehr eingeschränkt. Denn wir haben uns ja, als Hausregel gesetzt, dass wir auf jeden Fall die nächste afrikanische Kultur nehmen. Da bin ich schon mal gespannt. Wir können nochmal schauen, was uns noch hier fehlt. Also die holen wir uns auf jeden Fall, den Stern hier. Das ist wichtig, weil wir damit relativ viele Ruhmpunkte erhalten. Eigentlich möchte ich gerne den Technologiebonus auch noch haben. Das fände ich auch nicht schlecht. Das halte ich für unrealistisch. Das könnten wir eventuell erreichen. Aber die beiden holen wir uns auf jeden Fall noch. Dann sind wir bei... Ja, knappen 400 mehr. Das ist schon mal okay. Gut. Nächste Runde. Beziehungsweise. Ja. Doch. Nächste Runde. Ja, passt. Trennwind ist wieder kleiner geworden. Das war zu erwarten. Und eine kulturelle Konvertierung beendet. Das hatten wir gerade schon gesehen. Nerdismus, das hatten wir auch gesehen. Wie viele Pops haben wir jetzt eigentlich? 59. Da wird auch noch konvertiert. Ah, das ist schade. Da verlieren wir wieder ein paar Pops.
Die Goten sind hasserfüllt. Ja, sollen sie mal machen. Der hat Ambra. Das gibt Wissenschaft. Wie viel kostet das? Das können wir uns nicht leisten. Schade. Wir gehen mal zu unseren Freunden. Also zu den anderen Freunden und gucken mal, was er Schönes hat. Ich würde ja gerne noch in Richtung Wissenschaft weitergehen. Ambra hat er auch. Das können wir uns sogar leisten. Ja, das machen wir. Wissenschaft finde ich gut. Okay, dann wollten wir uns die Maya nochmal anschauen. Und wir wollten das zweite Quecksilber auch noch haben. Das kostet 600. Heidewitzka. Okay, das haben wir jetzt in der Tat nicht übrig. Dann gehen wir mal unsere Städte nochmal durch. Garama wächst. Hier machen wir mal in ausgewogene Politik. Wechseln wir das Ganze mal in Akkad. Haben wir auch die ausgewogene Politik, das passt. Und in Sambesi würde ich jetzt auch wechseln in ausgewogene Politik. Wir haben 8 Runden. Wir bleiben bei 8 Runden. Aber haben deutlich mehr Wissenschaft. Ja, das ist gut. Das gefällt mir besser. Okay. Hast du hier oben das geclaimed? Nee. Einmal den Außenposten gründen. Und dann haben wir das Ding hier sicher. Die Goten stellen folgende Forderung. Ja, können viel fordern, wenn der Tag lang ist. Okay. Soll er mal fordern, ist mir egal. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Und wir können dann hier unten hinreiten und uns das Gebiet holen. Das machen wir auf jeden Fall auf der Seite. Und mit dir holen wir uns das Gebiet. Das kostet 2,77. Na, das ist ja machbar. 9, 13, 9, 10 und 11, 6 und 14. Ich finde den eigentlich sogar mit am besten. 6 und 13. Ja, ich finde den Punkt am besten. Dann haben wir beides. Hier vorne. Wunderbar. So, wir gucken mal, was noch fehlt. Er hier. Dann können wir uns eigentlich hier vorne treffen und machen hier einen neuen Stack auf. Okay, sehr gut. Nächste Runde. Jawohl, einer der Landwirtschaftssterne wurde erhalten. Sehr cool. Ein neu eingenommenes Gebiet zu kontrollieren erfordert mehr, als man vermuten würde. Funktionierende Nachschubwege und eine gute Verwaltung sind der Schlüssel für erfolgreiche Eroberungen. Das gibt uns die Möglichkeit, 10% auf Außenposten Anliederungskosten und Spiele. Zumindest der Punkt ist extrem wichtig. Das wird dadurch 10% günstiger. Und ein Baumeisterstern. Oh, gleich 2. Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber den holen wir uns auf jeden Fall noch, den einen Technologiestern. Das sind noch 7 Runden. Die Griechen haben den Akmeniden. Oh, Leute, da geht's ja zur Sache hier unten. Im Kriegsgebiet. Schade, dass wir das nicht sehen, was hier passiert. Bei den Griechen. Der Blaue breitet sich auch aus. Der hat sich das hier genommen. Und er breitet sich ja auch aus. Ja gut, der hat da hinten keine andere Möglichkeit. Wie viele Stacks hat eigentlich unser Verbündeter? Wo sind denn die alle? Die sind ja alle weg. Okay. Trennwind ist wieder größer geworden, das kennen wir. Der Ruf hat sich diesen Diebe geworden. Warum? Yes, greetings. Er ist ein Dieb und ein Verräter. Ja, impulsiv und introvertiert. Also das ist ein sehr interessanter Charakter. Zumal die KI-Personas dieser Spiele immer sehr gut auch auf die Sachen passen, die er macht. Er ist impulsiv und introvertiert. Das heißt, da hat ihn anscheinend irgendeiner beleidigt. Und dann ist sie direkt hingegangen und hat ihm sein Spielzeug weggenommen. Und danach auch noch mit dem Knüppel draufgehauen, obwohl sie eigentlich Freunde sind. Sehr coole Sache. Also das sind natürlich nicht, dass sie ihm sein Spielzeug wegnimmt, sondern dass das passt. Ja, das ist das, was ich meinte. Das heißt, die haben irgendwas ausgeräubert. Garama. Das hätten die alle gerne. Das sollten wir gerne behalten. Das sind Edelsteine, das würde ich auch gerne behalten. Okay, also er hat sich Volsini geholt. Shaula eventuell. Also irgendwas hat er ihm weggenommen. Aber was? Osmose-Ereignis gucken wir uns an. Hungersnot in Garama. Kulturelle Konvertierung zu den Goten. Da müssen wir ein bisschen was machen.
Die Hunden haben als gegenüber uns eine andere Einstellung. Ja, sollen sie mal machen. Das ist mir sowas von egal. Das haben wir schon gesehen. Okay. Und jetzt stellt ihr hier direkt einen Stack hin. Ja, soll er machen. Jetzt hat er auch schon Schwertkämpfer. Ah, okay. Also, er kommt auch voran. Wie stark sind die denn jetzt gegenüber uns? Immer noch stärker. Naja, wir rüsten uns auch weiter auf, mein Freund. So, schaltet die Aktion Umzug frei. Ja. Wir haben das noch nicht gemacht. Bevor wir da irgendwas ausgeben, das ist okay. Das können wir machen. Eine neue Verordnung. Die Welt bestaunt die vielen Bauprojekte eures, die euer Reich schnell wachsen lassen. Um das Tempo beizubehalten, müsst ihr für genügend Arbeiter sorgen, die unermüdlich an euren Baustellen arbeiten. Sklaven, das gucken wir uns mal an. Vielleicht bringt uns das was. Wir haben beides noch nicht. Zumindest Garnison. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber 430, das bringt uns in Richtung Kampfkraft. Das wird uns natürlich echt einen guten Bonus machen, geben. Wir haben jetzt schon plus eine Kampfkraft. Und wenn wir das erlassen, kriegen wir auf Garnison mehr Einfluss und Industrie und auf alle Einheiten nochmal eine zusätzliche Kampfkraft. Das ist gerade natürlich für den Bereich, den wir hier haben, sehr wichtig. Dann könnten wir tatsächlich schauen, ob wir mit Garama hier eine Garnison hinbauen, hier vorne. In einer Runde haben wir ihn. Aber wir leiden hier an Nahrungsmangel. Immer noch. Ja, wir müssten hier tatsächlich einen hinbauen. So, den bauen wir auf jeden Fall. Und dann nehmen wir eine Garnison. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das hier gar nicht schlecht, hier unten. Entweder hier oder hier vorne. Aber hier vorne macht es keinen Sinn. Das ist so offenes Gelände. Hier in dem Bereich. Wie stark ist denn der Einfluss? 41% nur noch. Ja, wir müssen da mehr Einfluss bauen. Wir machen das so. Wir bauen hier Garnisonen hin, hier unten, und werden gleichzeitig in der nächsten Folge diesen Erlass verfügen, dass wir hier mehr Einfluss generieren. Wunderbar. Da hat er sich auch schon hingestellt. Da steht seine Truppe und da oben steht auch eine. Ah, das ist natürlich gefährlich, dadurch, dass er so ein riesiges Reich hat. Er erstreckt sich ja quasi über den Kontinent vom Norden bis in den Süden. Müssen wir unheimlich viel verteidigen. Das ist ein bisschen... Da müssen wir echt aufpassen, dass er uns vor allen Dingen auch nicht unsere Sachen hier wegnimmt. Also, das ist natürlich auch der Stack. Sobald das uns gehört hier, wird er wahrscheinlich dahin gehen und das plündern. Da sollten wir mal gucken, dass wir da sogar eine Armee hochziehen. Das sind 5 Runden. Ja, wir stellen da mal. Wir bringen die trotzdem da hoch. Und wir lassen dich da stehen. Und holen dich da auch erstmal rein. Und dann gucken wir mal, dass wir ihn auch als Verstärkung eventuell nach oben holen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Können wir hier vorne schon uns Truppen rekrutieren? Könnten wir machen. Können wir nicht? Doch, müssten wir eigentlich machen können, oder? Nee, hier vorne geht's erst. Ah, schade. Okay, das brauchen wir also noch ein bisschen. Naja, ich bin mal gespannt, was in Adhil passiert. Nächste Runde. Er überschreitet noch nicht die Grenze. Also haben wir noch die Zeit, unsere Truppen hier hochzuziehen. So, die Kelten erreichen mit den Angelsachsen die Kultur des Mittelalters. Und ja, das kennen wir. A delight, as always. Und man hat sich unsere Edelsteine gekauft. Das wiederum gefällt mir. Und man hat ein großes Interesse an unseren Edelsteinen. Das finde ich gut. Jetzt würde ich tatsächlich dich dahin stellen, weil wir da gleich unsere Garnison bauen.
Wie sieht es hier unten aus? Da ist die Garnison im Bau, ja. Du gehst hier oben mit hin. Was ist das denn da für einer? Ach, das ist so ein... Was hat er denn da lang geschickt? Ein Speer? Moment, nee, da müssen wir tatsächlich mal hier unten... Da müssen wir erstmal hier stehen bleiben. Nicht, dass der jetzt hier irgendeinen Unsinn macht. Das wäre ja ärgerlich. Okay. In einer Runde sind wir da oben beim Außenposten. Und ich bin wirklich gespannt, wirklich, ob er mit seiner Truppe dahin geht und sich den holt. Also, ihr Lieben. In der nächsten Woche geht's weiter. Nächste Woche, Montag, geht's weiter mit Humankind und die Schlacht um die Goten. Und wenn ich das, also die Folgen gibt's noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nächste Woche einen Krieg sehen werden gegen die Goten. Also in dem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche, euer Strategiener. Ciao, ciao.